eine Fujara oder Futujara vorstellen. Das ist ein Nachbau einer klassischen Fujara und das ist ein Modell, was wirklich neue Maßstäbe setzt. Hier sind die Fingerlöcher. Es besteht aus drei Segmenten, kann man also auseinandernehmen. Sehr gut gebaut, extrem exakt gebaut, auch von einem Fujara-Bauer, der Holzinstrumente baut. Und in dem Fall das Ungewöhnliche oder die Weltneuheit ist wirklich, dass hier der obere Bereich und auch dieser Bereich und dieser Bereich wirklich wie bei einer traditionellen Fujara ist. Alle Futujaras oder modernen PVC-Kunststoff-Fujaras haben hier einen Schlauch, was nicht schön ist zum Spielen, finde ich. Da kommt auch schnell Feuchtigkeit rein durch den Atem und haben nicht so eine stabile Verbindung, die eigentlich traditionell auch so funktioniert. Abgesehen davon, auch das habe ich bei den anderen Futujaras nicht gesehen, gibt es hier oben den klassischen Ledereinsatz, wo, wenn wir spielen, nach einiger Zeit haben wir die Möglichkeit, Feuchtigkeit hier hinaus zu pusten aus dem Anblasloch oder das zu reinigen. Und auch sehr, sehr wichtig, das gibt es auch bei den anderen Kunststoff-Fujaras nicht, dass hier unten ein abnehmbarer Propfen ist aus Kork. Und da können wir dann, wie bei vielen Blasinstrumenten, wenn Spucke sich absammelt, die einfach lösen. Ich bin noch nicht der perfekte Fujara-Spieler, aber ich möchte euch die trotzdem anspielen. Bevor ich das mache, möchte ich da nochmal erwähnen, wenn die warm ist, die habe ich jetzt nicht vorher warm gespielt, und auch so schon, die reagiert super, super fein. Wirklich, ich habe schon einige Fujaras gespielt in meiner bescheidenen Spielkunst und das hier ist das Beste, was ich je in dem Bereich angespielt habe. Und auch die ersten Kunden, die das erworben haben, bestätigen das und haben sehr positive Rückmeldungen gegeben. Die ist also ganz, ganz frisch auf dem Markt. Ich spiele die mal an. Ich wünsche viel Vergnügen dabei. Thank you.